Das ist Lorenz Kirst, ich bin Theo Sechting, wir sind beide 12 Jahre alt. Unser Projekt ist die Entwicklung von mechanischen Händen für praktische Anwendung, helfende Hände. Unser Projekt hat das Ziel, Roboterhände nachzubauen, die Aufgaben, die gefährlich sind, ersetzen können. Man kann die Hände aber auch in der Medizin oder bei der Pflegekraft einsetzen. Wir haben unsere Hände nach einem Modell aus dem Internet 3D gedruckt. Die einzelnen Teile haben wir dann zusammengefügt und hatten die Hände. Die Hände haben wir an einem Gerüst angebracht. Mit Elektromotoren können wir die Hände nach links und nach rechts fahren. Die einzelnen Finger können wir mit Servos steuern. Mit unserer ergometrischen Fernbedienung können wir die einzelnen Finger bewegen, eine Faust bilden, die Hand nach links, rechts, oben und unten bewegen. Ich hab's gefangen. Die 32 kleinen Lötstellen an der Fernbedienung für die Knöpfe wollten nicht halten und wir mussten sie öfters umlöten. Das hat sehr viel Zeit eingenommen und gebraucht. Wir haben auch einige Tests durchgenommen. Wir haben ein Handy, eine Sprühflasche und eine Trinkflasche von der Hand greifen lassen. Diese sind nie runtergefallen und haben sehr gut geklappt. Bei einer Papierrolle allerdings ist sie durch die Hände gerutscht, weil sie zu klein war. Diese konnte nicht gehalten werden. Die Hände funktionieren gut, aber sie müssen noch ein wenig für die Zukunft verändert werden, weil sie kleinere Gegenstände noch nicht halten können. Durch unser Projekt haben wir verstanden, wie kompliziert eine menschliche Hand ist. Es ist echt ein Wunderwerk der Natur.